Ihr alle kennt LG. Einige kennen sie mit Waschmaschinen, die anderen mit einem Fernseher oder Panels, Displays, Computermonitore, manche aber auch mit Smartphones. Ja. Aber da dachte sich LG, nee, da geht noch mehr. Und haben jetzt Folgendes bei uns auch rausgebracht, und zwar die LG Gram Notebook Serie. Was das aber im Detail ist und warum 17 Zoll hier eigentlich gar nicht wie 17 Zoll wirken, das schauen wir uns heute mal im Detail an. Ja, schön. Damit willkommen zu einem neuen Video bei Turn On. Ich bin der Alex, für alle, die es vergessen haben oder noch nicht wussten. Und ich führe euch jetzt mal ganz kurz vor, warum das LG Gram oder die LG Gram Serie auch für euch interessant sein könnte. Denn es ist so, das LG Gram gibt es ja nicht nur in der großen Edition, die wir jetzt hier haben mit 17 Zoll, sondern auch in 14 bzw. 15 Zoll. Aber meiner bzw. unserer Meinung nach dachten wir, naja, das ist dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis doch schon sehr speziell, individuell. Das ist vielleicht nicht unbedingt das ist, was man jetzt erwähnen sollte. Deswegen ist das 17er jetzt in unseren Fokus gerückt, um euch zu zeigen, was daran so gut ist, besonders sein könnte. Wir haben deswegen hier in unserer wundervollen Küche, die wir viel zu wenig nutzen, mal ein paar Notebooks hingelegt, um das mal zu vergleichen. Denn das Besondere ist bei einem Gram 17 vor allem, dass es mit einem Gewicht von offiziell 1,35 Kilo daherkommt. Und wenn ich das mal kurz auf meine Waage hier lege, dann kann ich das sogar auch bestätigen. 17 Zoll, hier haben wir direkt daneben ein Honor MagicBook 14 Zoll. Und wenn wir das mal drauflegen, sind wir bei 1,38 Kilogramm. Es ist sogar schwerer als das größere LG. Interessant. Dann haben wir hier noch eins von Trackstore, ein 13 Zoll Notebook. 1,24. Okay. Und dann noch ein MacBook Pro. Wenn wir das drauflegen und noch dieses Kork-Decal abziehen, sind wir bei 1,3 Kilogramm etwa. Wie kann das sein? Nun, ein Geheimnis ist tatsächlich Magnesium und der Rest ist eigentlich Alu. Das macht schon einiges aus. Und im Vergleich, was wir für Shits und Giggles hier haben, können wir noch mal ein ROG Gaming Notebook drauflegen. Hier sind wir bei, um den dicken Daumen. Oh, das wird nicht ganz funktionieren, aber wir sind auf jeden Fall weit über 3 Kilo. Wir kratzen schon an der 4. Aber nur, um euch zu zeigen, wie 17 Zoll bzw. alles ab 15 Zoll aussehen kann. Und das ist nämlich auch schon das Thema. 17 Zoll ist eigentlich ein Wiederkehrer, ein Rückkehrer. Denn wir erinnern uns, zuletzt gab es 17 Zoll Notebooks eigentlich eher noch so bei den, nennen wir es mal in einem zeitlosen Design, bei denjenigen, die eben regelmäßig auch im Apple-Ökosystem unterwegs sind. Die MacBook Pros mit 17 Zoll Matten-Display und sowas. Das war noch das Ding für viele Leute, die gesagt haben, geil, ich kann damit unterwegs sein, in Anführungszeichen vernünftig arbeiten, habe gute Farben und so weiter und so fort. Aber die Dinger waren eben doppelt so dick und doppelt so schwer. Auch aus Alu und so weiter. Aber dann wurde es still und die 17 Zoll Notebooks haben sich dann auch bei diversen Herstellern nicht nur rar gemacht, haben sich dann auch auf gewisse Spezialitäten eingeschossen. Das heißt, 17 Zoll bedeutete dann zum Beispiel Gaming und so musste das dann auch immer aussehen. Das hatte dann mit zeitlosem Design nicht unbedingt was zu tun und hätte auch auf keinen Starbucks-Tisch gepasst. Oder es ging dann auch um vielleicht eine Art Workstation. Das ist dann aber auch so aussah mit Kompromissen und Anschlüssen, die dann vielleicht auch nicht für jeden was war. Aber dieser große Bildschirm wäre halt doch was gewesen für manche. Aber dann ging, schwierig. Aber jetzt ist LG gekommen und hat gesagt, komm, wir packen diese 17 Zoll in einen fast schon Sub-Notebook bzw. Netbook-Style rein, dass es eben zeitlos aussieht, dünne Rahmen, schlankes Gehäuse und so weiter und so fort, was schon fast eine gar magische Anmutung hat. Interessant, oder? Naja, aber genug vom Äußeren gesprochen, denn so interessant das auch sein mag, für viele, mich eingeschlossen, ist es dann auch ein hübsches Notebook im Inneren? Sind die Dinge, die da drin stecken, dann auch etwas, was vielleicht so etwas rechtfertigen kann? Geht es auch einher? Macht es dem Ganzen dann auch gerecht, die 17 Zoll zu nutzen? Lass uns mal gucken. Okay, also von außen nach innen. Angefangen auch in der Theorie zumindest mit den anderen Modellen, mit dem 14 bzw. 15 Zoll Modell. Mit dem offensichtlichsten, das Display. Beim 14 bzw. 15 Zoll Display haben wir jeweils ein Full HD Display, aber auch ein IPS. Und bei einem 17 Zoll haben wir ein WQXGA Display. IPS mit 2560 x 1600 Pixeln. Ist nice, aber in Anführungszeichen glossy, also für den einen oder anderen nicht unbedingt das, was man im Alltag braucht. Denn glossy bedeutet eben auch Spiegelung. Ich bin auch eher ein Fan von matt, aber kann man leider nicht ändern. Naja, wenn wir weiter gucken, in der kleinsten Variante, 14 Zoll, haben wir keine Abstriche, nach unten in Richtung i3, da geht es auch bei einem i5 der 10. Generation Quad-Core los. Beim 15 Zoll sind wir auch noch bei einem i5, auch beim 17er können wir dann wählen zwischen i5 oder i7. Und das auch in Kombination, im Gegensatz zu den anderen, mit maximal 8 GB Arbeitsspeicher können wir hier bis zu 16 GB Arbeitsspeicher wählen und bis zu 1 TB
SSD. Und auch bei den Anschlüssen, bei den Ports, ändert sich wenig, bis auf eine Sache, nur beim großen ist der Kartenleser mit dabei. Aber sonst haben wir drei USB 3 Anschlüsse mit am Start, einen kombinierten Klinkenstecker für Headsets, dann einen HDMI-Anschluss, wenn man zum Beispiel Präsentationen halten möchte oder eben auch einen externen Monitor braucht, und ein USB-C bzw. Thunderbolt 3 Port. Und das muss man schon sagen, ist schon noch relativ selten, auch in diesen Kombinationen und in so einer Preisklasse, eben auch beim 14, 15 bzw. 17 Zoll jeweils einen Thunderbolt 3 Anschluss, weil das ermöglicht auch wieder Geld zu sparen für eine Ausstattung, die hier nicht drin ist, aber dann auch wieder Möglichkeiten für euch, denn etwas anzuschließen, was dann wieder ganz neue Arbeitsbereiche oder je nachdem, was ihr so vorhabt, ermöglicht. Und das ist halt bei sowas schon ziemlich cool. So, und dann auch ein Feature, das bei vielen unterschätzt ist, und zwar ein Fingerabdrucksensor ist mit dabei. Also wenn ihr Windows Hello Features nutzen wollt, könnt ihr es zwar nicht über die Webcam machen, weil das ist keine Windows Hello kompatible Webcam, aber ihr könnt mit dem Fingerabdruckscanner-Sensor, der in dem Power-Button mit verwurstet ist, eben auch ein ziemlich cooles Login-Feature nutzen, das eben eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein oder werden sollte, wenn man es ja auch von Smartphones so kennt. So, und dann gibt es noch eine Sache, die LG ja auch gesagt hat, Gaming soll mit einem Gram möglich sein, aber es ist nur eine Intel Iris Plus Grafikkarte da drin, wo man sich denkt, was? Also man könnte damit schon die klassischen Twitch-Games zocken, sowas wie LOL, Apex, Overwatch auf entsprechender Auflösung, auch ganz neue Games auf super Minimum, wenn es gar keinen Spaß mehr macht. Aber durch Thunderbolt 3 könnt ihr eben Sachen wie zum Beispiel eGPUs anschließen und dann auch ein bisschen mehr Spaß haben. Ich finde das geil. Ich finde es wirklich geil. Und dann trotzdem sagen zu können, wenn ich das alles nicht haben will, stöpsel ich alles ab und habe dann trotzdem meine 17 Zoll, um damit unterwegs vernünftig arbeiten zu können. Und die 17 Zoll sind eben in einem sleeken Gehäuse, das auch auf einem typischen Starbucks-Tisch passen würde. Okay, dann versuchen wir nochmal das zusammenzufassen, was wir hier bisher in einzuteilen aufgedröselt haben. Also für wen ist denn eigentlich so ein Notebook etwas? Also speziell dieses Notebook hier. Man könnte jetzt natürlich sagen, für 1649 Euro ist es aber ganz schön viel Kompromiss, oder? Ich meine, wo ist denn die fette RTX Max Q GPU da drin für das Geld, damit ich zocken kann? Darum geht's ja gar nicht. Hier geht's ja darum, dass ihr ein Display habt, in einer Größe, die ihr so sonst seit sehr langer Zeit nicht mehr für unterwegs bekommen konnte, beziehungsweise in dieser Art und Weise, in dieser Leichtigkeit durch das Magnesiumgehäuse und so weiter noch gar nicht bekommen konnte. Dieses Notebook steht eigentlich, so wie es jetzt ist, für sich in der Größe und lohnt sich auch am ehesten in der Größe. Wenn wir weiter Richtung 15 und 14 Zoll wieder zurückgehen, dann ist das ein anderes Thema, aber 17 Zoll in diesem Formfaktor werdet ihr so noch nicht erlebt haben. Ihr habt viel Platz auf dem Display, ihr könnt multitasken, multiscreenen, wie ihr es sonst wahrscheinlich noch nicht erlebt habt. Ihr habt Erweiterungsmöglichkeiten, eben durch Stichwort Thunderbolt 3, was ihr wahrscheinlich sonst auch bei teilweise höherpreisigen Notebooks und auch Gaming-Notebooks nicht findet, was für mich auch irgendwie eine merkwürdige Sache ist. Und ihr habt eine Akkulaufzeit mit den 80 Wattstunden, die da drin sind, die euch eben so unglaublich lange begleiten können, dass ihr damit die Aufgaben wie Office und Coding sowieso eine Woche am Stück machen könnt, aber eben auch etwas herausfordernde Aufgaben mit dem Quad-Core der 10. Generation und mit der Iris Plus, das jetzt vielleicht auch als angehende Content-Creator mal zwischendurch ein YouTube-Video schneiden könnt mit Full HD, mit Adobe Rush und so weiter. Das wird alles fantastisch unterstützt, müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. So, das Ganze kombiniert in einem zeitlosen Design, ohne dabei nerdig zu werden, könnt ihr euch auch damit unterwegs zeigen lassen, ohne euch schämen zu müssen. Stichwort, anderes Thema. Also, für weitere Infos checkt die Videobeschreibung aus und bis dahin werde ich jetzt versuchen, hier mal ordentlich aufzuräumen. Und vielleicht lasse ich ja Jens ja ein Stück da, damit er auch ein bisschen mal etwa mitbekommt, was Größe bedeutet. Oh,